Fast 50.000 Anlagen in ganz Deutschland sind von der Thea-Luftnovelle betroffen, die im Dezember 2021 in Kraft getreten ist. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Unterschiede zwischen der alten und der neuen Thea-Luft mit Fokus auf Industriearmaturen. Die wesentliche Änderung betrifft das Verfahren zur Durchführung und Überprüfung der Konformitätsprüfung von Armaturen. Während die alte Thea-Luft sich bei der Qualifizierung der Armaturen auf die VDI 2440 bezog, ist nach der neuen Thea-Luft das Qualifikationsverfahren gemäß der ISO 15848-1 erforderlich. Das bedeutet, dass nach der neuen Thea-Luft das komplette Ventil geprüft wird und nicht nur die Spindelabdichtung, sondern auch die Gehäusedichtungen. Wichtig ist auch, dass hier ein Prüfverfahren nicht nur für mechanische Zyklen, sondern auch für thermische Zyklen festgelegt wird. Ein großer Unterschied zur alten Thea-Luft, bei der nur das Dichtungssystem der Spindeldurchführung berücksichtigt wurde. Gehäusedichtungen zum Beispiel waren nicht enthalten. Dies hatte zur Folge, dass die alte Thea-Luft viel Interpretationsspielraum ließ und die Armaturen nicht miteinander vergleichbar waren. Eine weitere wichtige Änderung ist, dass durch die Angleichung der neuen Thea-Luft an die ISO 15848-1 die geprüften Armaturen nun in Leistungsklassen eingeteilt werden, und zwar nach Dichtheit, Temperatur, Druck und Festigkeit. Das verschafft Anlagenbetreibern und Ingenieuren mehr Sicherheit und erleichtert den Vergleich von Armaturen. Das waren die Hauptunterschiede zwischen der alten und der neuen Thea-Luft für Industriearmaturen. Nicht vergessen, deutschlandweit sind fast 50.000 Anlagen von der Thea-Luft betroffen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage bis zum Stichtag am 1. Dezember 2025 Thea-Luft-konform ist.